Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge, denn ihr seht schon, what the fuck, ich bin nicht auf meinem Account, sondern ich bin gerade zu Hause beim lieben Fix, hey! Hallo, das bin ich, jojo! Wir sitzen hier gerade nebeneinander am Mikrofon und haben gedacht, jo, da können wir auch mal die Folge wieder zusammen machen. Das haben wir ja schon einmal gemacht und heute gibt's quasi Folge Nummer 2, wo wir hier euch zusammen den Shop vorstellen. Und wir gucken ihn uns auch direkt mal an und wir haben heute gut gegen böse, quasi ich gegen Fix. Ja, wir haben auf jeden Fall heute erstmal diesen Engelskin wieder drin. Ich habe ihn mir leider noch nicht gekauft und ich werde es heute auf jeden Fall nachholen. Heißt, ich muss mich auf jeden Fall noch umloggen, dass ich hier mir den Skin holen kann. So schaut er aus. Ich finde ihn ziemlich geil. Also ich finde auch die Flüge sehen nice aus. Taubenflügel, sage ich immer. Taubenflügel, ja, okay, stimmt. Die sind ziemlich groß, ne? Schaut immer ein bisschen aus wie so von so einer Taube oder so. Aber es sind schon geile Flügel auf jeden Fall. Und der Skin, ja, der gefällt mir auf jeden Fall. 2000 V-Bucks ist natürlich heftiger Preis, aber ich würde sagen, auf jeden Fall in Ordnung. Und dazu gibt es noch die Hacke Tugend für 800 V-Bucks mit diesem Sound. Ja, würde ich sagen, durch den Effekt auf jeden Fall ganz nice. Und im nächsten Slot haben wir Dr. Evil Malkore drin. Auch mit Flügeln, habe ich mir nicht gekauft. Hast du den gekauft, Chris? Ja, habe ich. Oh, soll ich ihn kaufen? Soll ich ihn dir kaufen? Ich hab die Maus, oder? Ich hab die Maus. Er hat gar keine Wahl. Ja, okay, kauf. Soll ich holen? Ja, kauf. Wirklich? Willst du ihn? Ja, komm, kauf. Okay. Was soll der Geiz? Easy cheesy. Okay. Malkore. Zusammen natürlich mit seiner Pickaxe, Leute. Die seht ihr jetzt. Mit diesem Auge. Das ist ziemlich sick, oder? Ah, ich weiß nicht. Mir hat dieses Auge nicht gefallen. Deswegen habe ich die auch nicht gekauft. Lass mal den Sound aufspielen. Ah, weiß nicht, lohnt sich jetzt nicht so. 1200 V-Bucks für die Picke? Die andere hat 800 gekostet, oder? Ja, genau. Ja, okay. Also dann wahrscheinlich für dich eher nicht. Ich glaube, ich habe mir die Hacke geholt, weil ich dieses Auge ganz nice fand. Müsst ihr selber entscheiden, Leute. Wenn es euch gefällt, holt sie euch. Was ich auf jeden Fall ziemlich nice finde, ist auf jeden Fall der Lama Kadabra Emote, weil das ist so ein bisschen diese Lama-Glocken-Melodie, nur mit diesen fliegenden Lamas. Ich bin ein Zauberer, schaut, wie ich zaubern kann. Tada. Ja, das ist der Emote. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich finde ihn immer ziemlich nice. Benutze ihn sehr gern. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde bei dem Emote, ist, dass die Musik ein bisschen lauter ist, weil die, finde ich, ist manchmal ein bisschen leise. Das könnte noch ein bisschen lauter gemacht werden. Aber sonst auf jeden Fall ein ziemlich geiler Emote. Auf jeden Fall nice. Kann man sich gönnen. Uff, was ist da denn los? Alter, hey, ist das schon immer... Bisschen geblendet von unserer Schönheit. Scheiße. Hey, was ist das denn für eine verbuggte Hacke? What the fuck? Hey, das war doch nicht immer so, oder? Nee, keine Ahnung. Stell dir mal vor, das sieht in-game so aus. Du kannst den Gegner einfach totblenden damit. What the Meine fuck? Augen. Ja, what the fuck, ey. Also, die scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Hast du gekauft? Ich hab sie mir gekauft, ja. Ich hab sie auch gekauft, aus dem einen Grund, wenn du sie in-game spielst mit höchster Qualität, dann ist sie sogar wirklich eine Lupe. Ja, hier sieht man es leider gar nicht, ne? Hier ist ein Spiegel. Ja, nicht mal, what the fuck. Also, ja, sie macht dann halt wirklich den Hintergrund größer. Ansonsten, ja, ich würde sagen, ist halt jetzt eine recht schlichte Hacke. Ja, ist aber cool, finde ich. Gefällt mir gut. Hier nochmal den Sound dazu. Ja, ist in Ordnung. Dann haben wir noch den Wacken-Emote. Ich würde sagen, einer dieser Standard-geilen Emotes für 500 V-Bucks kann man auf jeden Fall sich holen. Kann man sich immer gönnen, Leute. Ich muss sagen, den finde ich vor allen Dingen gut mit den dünneren Skins. Also zum Beispiel die ganzen weiblichen Skins oder den John Wick. Ja, John Wick ist richtig geil mit dem Dance. Ja, die müssen so ein bisschen dünner sein. Die Skins, dann sieht es halt geiler aus, weil dann wackelt es halt ein bisschen mehr. Er ist okay, würde ich sagen. Wir können ja mal ganz kurz den Skin wechseln. Welchen nehmen wir? Nehmen wir John Wick? Da ist er. Der. Okay, ja, speicher halt 3 Jahre hier. Ja. Ich finde, der schaut das halt schon ziemlich, ziemlich cool aus. Mega nice. Die Füße und so, die Beine. Ja, wie die sich dann doch mehr mitbewegen. Also ja, wenn ihr gerne weibliche Skins oder halt zum Beispiel solche dünneren Skins spielt, auf jeden Fall sehr nice. Dann der nächste Skin von heute. Eindringling. Seit 73 Tagen nicht mehr im Shop gewesen. Hast du gerade ausgerechnet? Ja, habe ich gerade ausgerechnet. Wir haben gerade nachgeschaut. Habe ich gerade ausgerechnet. Der war an Weihnachten drin, oder? 24. Dezember das letzte Mal. Also Leute, war schon eine Weile nicht mehr drin. Der war ziemlich selten früher. Den haben immer viele haben wollen. Aber habe ich nicht gekauft. Männlicher Skin, nicht so meins. Er schaut halt auch echt nicht so heftig aus. Also er schaut nicht besonders angsteinflößend aus. Und er war halt mal selten, aber naja. Ansonsten glaube ich, würde ich ihn mir persönlich jetzt eher nicht holen. Nee. Lohnt sich nicht. Dann Sternnachtflug, das war mal verbuggt, das Gemälde. Da war nämlich immer nur das Bild und der Rahmen hat gefehlt hier im Shop eine ganze Weile. Mega geil. Haben sie, ja, richtig geil, dass es nicht lädt, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt
glaube ich, nicht so krasses. Nein, habe ich auch nicht gekauft, Leute. Bei Gleitern habe ich die Philosophie, holt euch wenige Gleiter und dafür geile Gleiter, weil da verwendet man eh nicht so besonders viele. Da habe ich immer nur meine 2-3 Stück, die ich immer verwende. Deswegen lieber einmal mehr Geld ausgeben und einen geilen Gleiter holen, als dass man halt so endlos viele hat. Ich muss sagen, ich benutze 90% Schirme, die Siegschirme als Gleiter. Mhm, weil sie schön dünn sind, dadurch man auch nicht gesehen wird, oder? Ja. Das stimmt, das ist schon ein Vorteil. Aber dann kommen wir zum letzten Skin für heute. Taxifahrer. 800 V-Bucks Sweater Skin 2.0. Beziehungsweise 1.0 ist die Taxifahrerin heute nicht im Shop. 800 V-Bucks kann man schon machen, wenn man männliche Skins gerne spielt. Ich muss sagen, cool da, dass die Farbe von den Haaren so ein bisschen zur Klamotten passt, ne? Das stimmt. Also ich feiere den Skin auf jeden Fall. Ich finde, für 800 V-Bucks geht das auf jeden Fall klar vom Design her. Nein, ich will jetzt hier nicht. Oh ja, komm. Was soll der Geist? Ich gebe all seine V-Bucks aus, Leute. Er hat gar keine Wahl. Ich kaufe hier noch schnell alles andere. Bei 5000 Likes muss Chris mir 100 Euro V-Bucks aufladen. Scheiße. Okay. Jo, Leute, das war's dann auch schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut doch gerne bei Fix vorbei. Abonniert mich, bitte. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das Video heute gefallen hat. Und bei 10.000 Likes machen wir Facecam. Scheiße, ja, aber nur so auf der einen Seite. Dann seht ihr nur Fix besitzen und ich bin so ausgegraut. auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Heute mal ein bisschen lustiger, der Shop. Und dann habt einen entspannten Tag. Lasst gerne, wie gesagt, ein Abo da. Tragt gerne einen von uns beiden als Creator ein. Entweder Fix oder Snoxy. Ja, ich schau mal, machst du Snor... Sun. Snoxy Fix. Ja, also Leute, tragt gerne einen von uns beiden ein. Auf Ehre. Und dann habt einen entspannten Tag. Und wir hören uns morgen wieder zum nächsten Shop. Tschüss.